Was hat die CIA hier gemacht? Und was haben die Navy SEALs gemacht? Navy SEALs, also Leute mit Nahkampfausbildung, im Nachrichtendienst eigentlich inzwischen selten geworden, weil im Nachrichtendienst man eher eben wirklich die Nerds hat, die abhören. Nun, es geht also angeblich um Islamisten und man hat angeblich auch an dieser Sauerlandgruppe irgendwie rumgeforscht und die beobachtet von Neuss aus, ob das mit optischen Geräten funktionierte, wage ich zu bezweifeln. Sauerland ist ja jetzt auch nicht gerade Luftlinie zu sehen. Die Sauerlandgruppe ist auch eine der geheimnisvollsten Dinge, die wir so hatten in dieser Republik. Sie wollten einen Sprengstoff herstellen aus, wie ist das denn, Aceton-Dingens, wie ist das? Aceton, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Jedenfalls ist es ein lustiger Sprengstoff, deshalb lustig, weil es noch niemandem gelungen ist, aus diesem Zeug eine Bombe zu destillieren. Dieser Sprengstoff ist absolut instabil, das heißt, man kann dieses Zeug, was sie herstellen wollten, nicht transportieren. Es geht von selber los, wenn man es bewegt, es geht von selber los, wenn man es in die Sonne stellt. Deshalb ist wirklich unklar, welcher Plan da hinten dran gesteckt haben soll. Es ist auch unklar, wieso, es ist vieles unklar in dieser Geschichte. Diese Leute hätten sich eigentlich von selber in Luft gejagt, wenn man sie nicht beobachtet hätte. Sie hätten auch eben diese, also man hat sie ja nicht nur beobachtet, sondern man hat ja auch den Sprengstoff ausgetauscht. Sie haben also von der Apotheke, wo sie die Zutaten bekommen haben, nur stark verdünntes Zeug bekommen von Anfang an. Eigentlich hätten sie auch das nicht bekommen können, wenn die Geheimdienste nicht geholfen hätten. Denn der Apotheker wollte sich an die Regeln halten und das Zeug nicht diesen Leuten geben. Hat es nur gemacht, weil die Dienste gesagt haben, du musst das jetzt machen. Seltsam ist auch, dass während des Prozesses mit der Sauerlandgruppe herauskam, dass die sehr wohl wussten, dass sie überwacht wurden. Sie haben auch mal in einem Fall sogar ein verfolgendes Auto bei einer roten Ampel gestellt und haben einfach die Reifen abgestochen und sind weggefahren. Also es wurde wirklich im Gerichtssaal erzählt. Und es ist schon etwas merkwürdig, dass solche Terroristen einfach weitermachen, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden. Es wurden auch mehrere Leute angeworben von Diensten, also nicht erfolgreich angeworben, aber sie wurden angesprochen. Und das Interessante eben ist an dieser Sauerlandgruppe, die gegenwärtige Überwachung, die Zusammenarbeit mit NSA, wurde mit den Erfolgen aus dem Tipp der Sauerlandgruppe begründet. Man ist allerdings der Sauerlandgruppe nur dadurch auf die Schliche gekommen, indem man eben in Pakistan sogenannte Ausbildungscamps beobachtet hat. Also klassische nachrichtendienstliche Tätigkeit in einer Überwachung einer glaubwürdigen Gefahrenquelle und zwar im Ausland. Das heißt, man kann also mit der Sauerlandgruppe nie und nimmer eine Überwachung im Inland irgendwie logisch begründen. Es ist Unfug. Ja, soviel zur Sauerlandgruppe. Das ist der Stand der Ermittlungen. Die Bank hat mir gestern erzählt, oder genauer gesagt der Pressesprecher der Bank hat mir erzählt, dass eben bis 2009 in diesem geheimnisvollen vierten Stock ein Vorstand der Bank gewohnt hätte. Und seit 2009 wäre da die Presseabteilung drin und deshalb könne da keine CIA gewesen sein. Das wirft natürlich Fragen auf. Möglicherweise sind die Pressemenschen Doppelagenten. Wir wissen es nicht, wir können es hier auch heute nicht verifizieren. So viel zum Stand der Dinge aus Neuss. Hat jemand Fragen? Was ist mit dem Journalisten gewesen? Ja, man hat mir gestern einen Journalisten angekündigt, eine Zeitung aus Neuss, die mich auch gestern anrief. Also zumindest der Mensch hat sich ausgegeben, als wäre er jemand von der Zeitung. Es kann natürlich auch ein CIA-Agent gewesen sein, der mich einfach nur unter falscher Flagge verhört hat. Das kommt schon mal vor. Was wollt ihr noch wissen? Wer Kennedy gemacht hat? Oder? Eine Katze. Jetzt bin ich schon mal. Ja, das mit der Katze habe ich schon erzählt. Also wie gesagt, Katzen sind jetzt nicht mehr im Geschäft. Jetzt hat man halt Handys, die euch ausspionieren. Hatte der LKW ein russisches Kennzeichen? Der LKW? Nee, das war ein Taxi. Also so. Die Katze. So, wir müssen schon präzise sein. Das ist ja Wissenschaft hier. Ja, also jetzt bin ich da. Hat jemand zu Geheimdiensten irgendeine Frage? Was soll der Mist? Ja, also ich hätte viele Fragen. Ich würde ganz gerne diesen Untersuchungsausschuss leiten. Dazu muss ich aber in den Bundestag kommen, das ist aber ein anderes Thema. Du willst in den Bundestag? Ich will nicht in den Bundestag, ich muss. Ich habe da unterschrieben und ich habe einen sicheren Listenplatz. Habe auch eine sichere Partei. Ja. Du filmst das jetzt nicht. Kommt raus. Ja. Habt ihr noch Fragen zu Geheimdiensten? Wir wissen ja alles. Ihr wisst alles? Aber wir dürfen nichts sagen. Ihr dürft nichts sagen. Okay, wir haben Drogen, da hat das Problem. Wobei also wir Piraten, oder zumindest ich jedenfalls, bin der Ansicht, dass eben die Terrorbekämpfung Sache von euch ist, das BKA
ist mir etwas mehr geheuer als der Verfassungsschutz. Wir haben derzeit 36 Behörden in Deutschland, die zuständig sind für die Terrorbekämpfung, was natürlich zu gewissen Missständen führt. Also es zerfleddert halt und Missverständnisse. Ja. Braucht man überhaupt Geheimdienste? Die Frage ist, ob man Geheimdienste brauche. Also ich würde mal sagen, in Deutschland ein klares Nein. Die Geheimdienste sind ein Kind des Kalten Kriegs. Der Verfassungsschutz hatte faktisch eigentlich nur die Funktion, Kommunisten aus dem Staat zu halten, sollte auch den rechten Rand beobachten, weil das hat er nicht wirklich gut gemacht. In den 70ern hat man den Verfassungsschutz, das ist also der Inlandsgeheimdienst, hat man auch die Terrorismusabwehr zugeschustert, RAF-Zeiten und so weiter. Und ich habe jetzt letzte Woche einen Ex-Verfassungsschützer interviewt, der also fast 40 Jahre lang für den Verfassungsschutz Terroristen gejagt hat. Und er sagte eben, also bei der RAF, da haben sie genau einen überführt und die NSU haben sie komplett verschwitzt. Also für die Terrorabwehr war der Verfassungsschutz ein Witz. Das ist eine Behörde mit mindestens 1.500 Menschen, die da in Köln irgendwie Karneval feiern. Ich weiß es auch nicht. Also den Verfassungsschutz hat man genau einmal gebraucht, nämlich als irgendwelche Kurden auf Autobahn da Besetzung durchführten. Und das war aber Rosenmontag und da war eben der Verfassungsschutz in Köln einfach nicht einsatzfähig. Weil, das ist kein Witz, ja. Das ist kein Witz. Also man muss sich beim Geheimdienst echt nichts ausdenken, weil da gibt es so viele skurrile Geschichten. Ja, also by the way, in einigen Wochen erscheint bei Heise ein EPUB, das nennt sich Cold War Leaks. Da werden so meine skurrilsten Beiträge über Geheimdienste zusammengefasst. Für die Piraten unter euch, das wird DRM-frei sein und der Heise Verlag mahnt auch niemanden ab. Das nur so by the way. Ja, die Frage, ob man Geheimdienste braucht, die wird sich wahrscheinlich auch auf den Auslandsgeheimdienst beziehen. Also ich bin schon der Meinung, dass man eben einige Leute braucht, die vielleicht ein bisschen mehr auf der Pfanne haben als jetzt das Außenministerium. Aber auch der deutsche Geheimdienst schöpft zu 75%, also der BND schöpft zu 75% aus sogenannten öffentlichen Quellen. Das heißt, die schneiden Zeitungen aus und sowas. Und eine Behörde, die 6.000 Menschen ernährt, die auch immer schon größer war als der britische Geheimdienst, ist mir irgendwie unheimlich. Man hat eine gewisse Bilanz, was der BND und noch schlimmer der Vorläufer, die Organisation Gehlen, gemacht haben. Also irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass das besonders sinnvoll gewesen wäre. Also ich glaube, die Republik würde es jetzt noch genauso geben und sie wäre nicht weniger unsicher oder sicherer. Aber ich müsste immer alleine nach Hause gehen, das wäre auch schade. Bitte? Ich müsste immer alleine nach Hause gehen, das wäre auch schade. Du möchtest überwacht werden? Ja. Es gibt hier noch andere Anbieter. Es gibt hier noch andere Anbieter. Da gibt es hier so ein großes Haus mit einer Glocke dran. Und da kriegst du also auch jemanden gesagt, der immer bei dir ist und auf dich aufpasst. Auch deine Gedanken lesen kann übrigens. Vielleicht wäre das eine Alternative. Kostet aber Kirchensteuer während der Geheimdienste umsonst. Umsonst, ja. Kostet, ja. Ja, dann ist dann die Frage, wie bauen wir den Geheimdienst ab? Also mein Vorschlag ist, die Verfassungsschützer in die GEZ-Behörde zu integrieren. Und ja, die Nachnutzung des BND-Gebäudes ist halt schwierig. In Cheltenham in Großbritannien haben sie ein anderes Modell, da haben sie diesen Donut, dieses GCHQ. Und diesen Donut könnte man nachnutzen als Stadion oder sowas. Das haben wir jetzt in Berlin natürlich irgendwie blöd gemacht, das ist ungeschickt gebaut. Aber die BND-Zentrale ist, wie ihr wahrscheinlich wisst, nur 500 Meter von der P9 entfernt. Das heißt, wenn wir Piraten also in den Bundestag einziehen, könnte man eventuell da auch ein paar Räume anmieten. Die sind auch gut gesichert, gibt es Kameras und ja. Was würdest du Frau Merkel fragen, wenn du in den Bundestag kommst? Was würde ich Frau Merkel fragen, wenn ich in den Bundestag komme? Wahrscheinlich nach der Herrentoilette. Weil, ja. Weiß ich nicht, was soll ich sie fragen? Die soll mich fragen. Also, ich bin der Souverän. Der ist blau. Was mit dem MAD? Das haben wir einen noch ausgelassen. Der MAD, ja, der ist so unbedeutend. Also der verschwendet irgendwie so 80 Millionen Euro. Der ist auch ein lustiger Verein, der stellvertretende. Also der Vizepräsident des MAD, also der ehemalige, der in den 80er Jahren eben war, der hat sich nach seinem Tod ausgestellt, er war ein Doppelagent des Ministeriums für Staatssicherheit. Soviel zu der Frage, wie sinnvoll der MAD uns vor den Kommunisten geschützt hat. Die Aufgabe des MAD ist ja eben Einrichtungen der Bundeswehr zu schützen und vor allen Dingen den Zugang eben zu Diensten. Es ist schon sinnvoll, wenn jetzt irgendwie ein Neonazi nicht irgendwie
an Granaten kommt, so ohne weiteres. Aber eigentlich ist es ja so, dass eben Leute, die so eine Gesinnung haben, sich ja auch typischerweise nicht verbergen, sondern das ja durchschimmern lassen. Also ich glaube, dass man im Jahre 2013 keinen Geheimdienst braucht, um die Bundeswehr besonders zu schützen. Ja, ansonsten, gibt es noch irgendjemanden Neustands, was zu Spionen sagen kann? Haben Sie Bekanntschaften gemacht, die eventuell verdächtig waren, englischer, amerikanischer Akzent? Wobei die, ja, vielleicht können die reden sowieso eigentlich nur Englisch. Ich kenne einen, der kommt immer zum Infostand, der hat so einen englischen Akzent. Du kennst jemanden, der zum Infostand kommt und einen englischen Akzent, amerikanisch Englisch oder was? Nee, Englisch ist Englisch. Englisch ist Englisch, ja, dann... Das können die Amis nicht. Das wird dann jemand vom MI6 oder sowas gehört, sagen. Der oder die hat sich sogar im Landtag eingeführt. Oh, fängt diejenige mit F an, hört eine Orschungstorte auf? Also die Sachen. Nein, die nicht, nein. Der hat auch keinen Akzent. Ja, eben. Deshalb. Also er hat den Akzent gut getarnt. Das ist also auch in diesem Gewerbe üblich. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag. Verhaltet euch unauffällig. Ich gehe jetzt noch gleich mit einigen Herrschaften rüber zur Sparkasse, um ein Foto zu machen. Wir tun so, als ob es ein Fototermin sei. In Wirklichkeit werden wir natürlich über die Schulter die Sparkasse fotografieren und auskundschaften. Das darf aber die Polizei nicht erfahren. Gut, Dankeschön.